Meine Damen, meine Herren, im Namen des Berliner Antike-Kollegs, des BAK, im Namen der Mitorganisatorinnen Henrike Simon und Eva Kantschik-Kirschbaum und in meinem eigenen Namen, mein Name ist Sebastian Richter, begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Runde unserer Ringvorlesung Alte Welt neu formatiert. Ich tue dies als Sprecher des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften innerhalb des Berliner Antike-Kollegs, eines der, wie der Name schon sagt, Kompetenzzentren der altweltlichen Forschung in Berlin. In diesem Zentrum sind 9 Langzeitvorhaben altertumswissenschaftlicher Grundlagenforschung vereinigt, darunter international standardsetzende Vorhaben zur griechischen und lateinischen Epigraphik, zur Edition frühchristlicher Schriftsteller, spätantike Aristoteles-Kommentierung, das immense Werk des griechisch schreibenden Mediziners Galen, die frühesten Koranhandschriften. Und all diese Vorhaben sind seit 15 Jahren mit den großen Herausforderungen konfrontiert und zugleich von den großen Chancen verlockt worden, die die Digitalisierung der geisteswissenschaftlichen Forschung bietet oder auferlegt. Verlockt worden, die Arsenale ihrer Werkzeuge, ihrer Methoden, ihrer Forschungsperspektiven digital zu erneuern. Der Sprecher des heutigen Abends ist ein Protagonist der angenommenen Herausforderung bzw. des Nutzens der Chancen der Digitalisierung für die Altertumswissenschaften, in seinem Falle der klassischen Archäologie. Professor Martin Langner hat mit einem Studium der klassischen Philologie begonnen, auf Lehramt und zugleich auf Magister und nebenbei oder zugleich auch klassische Archäologie in Köln studiert. 1997 wurde er bei Henner von Hessberg in Köln promoviert und das Thema seiner Arbeit war antike Graffiti-Zeichnungen, also bildliche so Graffiti. Das ist auch gedruckt erschienen 2001 in Wiesbaden. Antike Graffiti-Zeichnungen, Motive, Gestaltung und Bedeutung. Nach einem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, so eine Institution für vielversprechende junge Nachwuchswissenschaftler, hat er dann bis 2000 ein Postdoc-Stipendium der Gerda-Henkel-Stiftung genossen und bei Paul Zanker in Rom ein Projekt zur Erforschung der Stadtkultur der Kaiserzeit mit bearbeitet. Ich möchte auch erwähnen, wenn es vielleicht sich in der Gesamtbiografie nur als ein Schritt zur Seite oder eine kurze Episode ausnimmt, dass er 2 Jahre freiberuflich als Datenbankprogrammierer gearbeitet hat. Und ich denke, davon profitiert seine derzeitige Forschung. Und das ist einer der Gründe, weshalb er eben heute auch in diesem Kontext referiert. Von 2003 bis 2012 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität. Also 2003 kamen sie nach Berlin. In dieser Zeit war er auch der Mitkurator einer Ausstellung, die vielleicht jemand von Ihnen damals 2007 erlebt hat, Griechen, Skythen, Amazonen im Pergamonmuseum. 2012 hat er sich dann an der Freien Universität habilitiert mit einer Arbeit über spätrotfigurige Bildervasen aus Athen unter dem Titel Meisterwerk und Massenware. Chronologie, Dekor und Funktion spätrotfiguriger Bildervasen aus Athen. Daraus sind weitere Forschungsergebnisse erwachsen, zum Beispiel ein Repertorium spätfiguriger Bildervasen aus Athen, also ein großes Sammelwerk, wo all die Belegstücke, mit denen er sich beschäftigt hat, tatsächlich aufgeführt sind. Aber ich denke auch digitale Arbeiten, von denen Sie eventuell heute berichten, das weiß ich noch nicht. 2012 bis 2013 hat Martin Langner die Arbeitsstelle Digitale Archäologie an der Universität zu Köln
geleitet. Er ist dann also wieder zurückgekehrt, bis er 2013 die Professur für klassische Archäologie und ihre digitale Methodik, ein interessantes und vielleicht bisher einzigartiges Ausschreibungsgebiet in Deutschland, an der Georg-August-Universität Göttingen angetreten hat. An Forschungsschwerpunkten nennt er für sich selbst kontextuelle Bildanalyse, speziell auch natürlich die am Beispiel der griechischen Vasenmalerei, aber nicht nur, die archäologische Akkulturationsforschung, was erzählen archäologische Befunde über Akkulturationsphänomene, die Erforschung der antiken Alltagskultur, aber eben auch den Einsatz naturwissenschaftlicher, informationstechnischer Methoden. Die aktuellen Forschungsprojekte, die werde ich jetzt nicht nennen, weil ich denke, dass er davon darauf selbst zu sprechen kommen wird. Und heute Abend spricht Martin Langner zu uns über klassische Archäologie als digitale Bild- und Objektwissenschaft. Lieber Herr Langner, wir freuen uns, dass Sie hier sind und Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Richter. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Ich merke immer wieder bei den Vorstellungen, dass meine aktuelle Position noch unbekannt ist. Ich habe nämlich in diesem Jahr nochmal den Hut gewechselt. Ich bin zwar weiterhin in Göttingen, aber habe jetzt eine Professur für digitale Bild- und Objektwissenschaft. Das ist nun tatsächlich die erste in Deutschland. Ich mache das Gleiche wie vorher, aber habe nur ein eigenes Institut für Digital Humanities. Und es ist sozusagen dem Land Niedersachsen geschuldet. Die erste Professur war nämlich zeitlich befristet, dass eben mit diesem Wechsel der Denomination auch eine Verstetigung möglich wurde und ich eben ganz erfolgreich, wie man an den Drittmitteln vielleicht ablesen kann, das Feld weiter beackern darf. Umso besser. Ich habe aber heute vor, zugegebenermaßen, weil ich gesehen habe, dass Sie noch viele andere Vorträge aus dem Bereich der Archäologie hören, mich auf meine Forschung zu konzentrieren und nur ganz ab und an den Blick zu weiten. Aber ich habe es trotzdem so angelegt, dass es ein breites Bild gibt. Also es ist etwa so, wie ich auch eine Vorlesung zu dem Thema halten würde. Die Geschichte der digitalen Archäologie ist älter als die Geschichte des Computers. Der Ägyptologe Flinders Petrie hat nämlich noch im Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, die Gräber und ihre Inventare durch einen Vergleich der Ausstattung der Gräber zu sortieren und damit zu datieren. Und diese sehr komplexe Form des in Listen Berechnens ist die Grundlage eigentlich dessen, was dann in der Archäologie mit dem Computer richtig möglich wurde. Wir nennen das heute Kontextanalyse, Seriation oder eben Korrespondenzanalyse. Das funktioniert grob gesagt so, dass Sie die Gräber hier mit Ziffern sehen, dann ist da eben verschiedene Formen von Keramik drin und Sie sagen einfach, ist enthalten in dem Grab oder nicht. Das bedeutet in Computersprache 0 oder 1 für enthalten oder nicht enthalten. Und dann können Sie durch ein Sortieren dieser Spalten erreichen, dass Sie im optimalen Fall so eine Diagonale hinbekommen. Und das bedeutet, dass diese Gräber zeitlich sich in dieser Reihenfolge verhalten. Eine andere Methode, stratigraphisch zu datieren, liegt darin, dass man die verschiedenen Schichten bei der Ausgrabung beobachtet. Die unterste Schicht ist die älteste und darauf lagern sich einfach in Gesellschaften, die noch keine Asphaltierung von Straßen kennen, weitere Schutzschichten ab. Diese Schichten können aber gestört werden, zum Beispiel, wenn man einen Brunnen gräbt oder wenn man ein Grab aushebt oder andere Dinge. Und sie können auch durch natürliche Elemente, wie zum Beispiel einen Flussverlauf, gestört sein. Die Beziehungen zwischen diesen Schichten, vor allen Dingen, wenn Störungen vorliegen, können sie in solch einen Stämmer sortieren und damit ebenfalls wieder über eine ganze Grabungsfläche hinweg die Datierungsbezüge herstellen. Das kann bei einer großen Grabung sehr umfangreich sein und hier
hat eben Harris als erster das in ein Computerprogramm umgewandelt, was auf den Grabungen heute sehr nützlich ist, weil man schon direkt bei der Ausgrabung sieht, was wohl zusammengehören muss. So ist bei den Grabungen heute der Einsatz digitaler Methoden absoluter Standard, sowohl was die Aufnahme der Fläche angeht, als auch direktes Einmessen, das Anbinden an GIS-Systeme und so weiter. Wollten wir also die Anfänge der digitalen Archäologie mit den grundsätzlichen Entwicklungen der archäologischen Wissenschaften verknüpfen, so steht am Anfang die Quantifizierung der Archäologie, also der Fall, dass man Dinge nur dadurch erforschen konnte, dass man sie statistisch auswertete. Dann kam in den späten 60ern die sogenannte New Archaeology oder Processual Archaeology hinzu, der Ansatz, die nicht die Situation, sondern vielmehr die Prozesse, die zu dieser Grabung, zu dem, was man ausgegraben vorfindet, analysiert. Und damit gab es eine stärkere Konzentration auch auf Aufnahme von Daten bei den Grabungen, die bisher nicht in dem Maße beachtet wurden, eben zum Beispiel, wie die Befunde zustande gekommen sind, was es an auch natürlichen vorhandenen Elementen gibt, also meinetwegen Pollenanalyse, Sedimente, Verfärbungen der Erde und so weiter. Und damit wurde auch viel genauer gemessen, denn man musste ja doch sehr genau jetzt wissen, wo ist eigentlich diese Analyse genommen worden. Dies ließ sich in große Geoinformationssysteme einbauen. Die Geographen und Geoarchäologen hatten da auch große Fortschritte zu vermelden. Und zuletzt ist eben die Umweltarchäologie, die sich genau damit beschäftigt, wie sind eigentlich die Lebensbedingungen in der Zeit gewesen, angewiesen auf naturwissenschaftliche Methoden. Also ich würde sagen, diese vier Schritte, die ganz allgemein für die Archäologie gelten, zeichnen gleichzeitig auch die Entwicklung des Fachs im Bereich der Anwendung des Computers nach. Und jetzt die Frage, welches ist der fünfte Schritt? Die klassische Archäologie im Verbund mit all den ganzen anderen Archäologien, die hier in Berlin ja sehr stark vertreten sind, und ich zähle sie gar nicht alle auf, die klassische Archäologie ist die Wissenschaft von der materiellen Hinterlassenschaft der griechischen und römischen Kultur. Und dort könnte man etwa sagen, der Zeit der spätminoischen Kultur um etwa 1500 vor Christus bis in die Spätantike, etwa 500 nach. Hier können Sie sich um die Zahlen trefflich streiten. Es ist immer die Frage, wo beginnt das Mittelalter? Und dort, wo spätantike Archäologie oder christliche Archäologie als eigene Disziplin vorhanden ist, wie bei uns in Göttingen, hören wir mit der klassischen Archäologie früher auf, als das in Berlin der Fall ist. Also ich habe in Berlin noch bis ins frühe 6. Jahrhundert gelehrt und höre heute mit den Severern auf, wenn ich in Göttingen forsche. Hinzu gehören aber nicht nur die Griechen und Römer, sondern auch alle Randkulturen. Ich selber habe über die Gallier gearbeitet oder über die Kulturen des Schwarzmeerraumes, die Skythen, die Bosporaner. Aber genauso gelten die Kulturen in Afrika, die Punier zum Beispiel, die Iberer oder auch die Völker Italiens, die Veneter und so weiter. Etrusker wären ein wichtiger Bereich. Der große Vorteil der klassischen Archäologie gegenüber den anderen Archäologien ist, dass wir es mit einer außerordentlich bildreichen Kultur zu tun haben. Für mich ist es immer noch faszinierend, warum man auf Öllampen Bilder braucht oder auf Messergriffen. Ein unerklärliches Phänomen, das wir vielleicht nur im Jugendstil nochmal in dieser Dichte haben. Wir haben aber nicht nur diese enorme Überlieferung an Bildern, wie zum Beispiel hier auf den Vasenbildern Szenen des griechischen Symposions, sondern wir haben auch die Räume, in denen diese Symposien stattgefunden haben. Und wir haben mit der griechischen und lateinischen Literatur auch Äußerungen, Selbstäußerungen dieser Kultur zu den Phänomenen. Ich zeige hier einfach als Beispiel Platons Symposion und Xenophons Schrift über das Symposion. Zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Phänomen. Ich verstehe also
ohne die Grabungsarchäologie herunterwürdigen zu wollen, die klassische Archäologie aus meinem Blickwinkel vor allen Dingen als eine Bild- und Objektwissenschaft. Weil in keiner Kultur in dieser Dichte Objekte mit Bildern drauf, die als Schlüssel zum Verständnis der Kultur überliefert sind. Entsprechend zeichnen wir in der klassischen Archäologie die Fragen, die wir an die Objekte stellen, mit dem Lebenszyklus der Objekte nach. Uns interessiert zum Beispiel das Design eines griechischen Gefäßes. Was hatte der Töpfer vor? Wie hat er das umgesetzt? Und damit dann auch Werkstattprozesse, der Aspekt der Produktion. Dann interessiert uns auch der Handel mit diesen Objekten. Genauso aber auch die Verwendung der Objekte, wie hier zum Beispiel bei einem ausufernden Trinkgelage. Diese Objekte haben dann eine Deponierung erfahren. Entweder sind sie zerschärbt in den Müll gekommen und finden heute von Archäologen in Kanälen oder an anderen Orten ihren Platz, oder aber sie sind in einer symbolischen Bedeutung ins Grab gelegt worden. Bei den Etruskern zum Beispiel werden besonders große griechische Gefäße ins Grab gegeben, wo der Tote als Symposiast stilisiert wird. Dann kommen wir als Archäologen mit der Ausgrabung ins Spiel und damit einem neuen Abschnitt im Leben der Objekte, die wir genau erarbeiten, die wir in Museen ausstellen, nicht nur einmal, sondern immer wieder neu, unter verschiedenen Aussagen. Die Objekte müssen auch immer wieder restauriert werden. Sie werden unterschiedlich präsentiert, zum Beispiel auch auf der Website des Museums oder in einer 3D-Form. Sie werden wissenschaftlich erschlossen und in Datenbanken zugänglich gemacht. Also alle diese Bereiche sind Bereiche, die die klassische Archäologie erforscht. Und die entsprechenden Bereiche in der Informatik, mit denen man das tun kann, habe ich in allgemein verständlichen Worten daneben geschrieben. Also dieser Design- und Produktionsprozess, dafür kommt die Formanalyse mit Hilfe von Mustererkennungsverfahren zum Einsatz. Handel und Verwendung sind vor allen Dingen über quantifizierende Auswertungen möglich, also Statistik und Netzwerkanalyse. Deponierung und Ausgrabung gehört in den Bereich der Funktions- und Kontextanalyse. Die Simulation der Aufstellungen, sowohl bei den Etruskern im Grab als auch museale Kontextualisierungen, lassen sich über die Simulation wiederherstellen und auch erforschen. Und die Präsentation und Publikation geht in E-Publishing-Formaten, in Datenbanken und anderen Formen der Visualisierung. Ich möchte deshalb meinen Vortrag heute in drei Teile teilen. Ich möchte über die Erfassung dieser Objekte reden, über die Analyse dieser Objekte und über die Präsentation der Objekte. Die Erfassung, und jetzt bleibe ich mal beim Beispiel griechische Vase, weil es mir so vertraut ist, aber weil man es auch besonders gut daran erklären kann. Die Erfassung ging immer mit der Handzeichnung los. Man hat sich ein Gefäß genommen und versuchte, der Idee des Töpfers dadurch nahezukommen, dass man den Verlauf der Wandung ganz genau dokumentierte. Heute kann man solche Handzeichnungen, das habe ich hier selber gemacht, mithilfe von entsprechenden Bildverarbeitungsprogrammen, von einer Pixelgrafik, das wäre das, was man hier einscannt, in eine Vektorgrafik verwandeln und damit sehr viel leichter drucken. Auch hat sich die Fotografie zum Erforschen griechischer Vasen bewährt. Die Orthofotografie, das heißt das Fotografieren mit strengen Frontal- und Profilansichten, ist so eine Methode der Archäologie und auch der Kunstwissenschaften, die eben das Objekt von allen Seiten in strengen Aufnahmen, die das Dreidimensionale letztlich in die zweite Dimension holt und damit überall gleich scharf, auswertbar und vergleichbar macht.
Heute sind diese Fotografien natürlich Digitalfotografien mit auch den Vorzügen, die eine digitale Nachbearbeitung, wie zum Beispiel den Hintergrund freizustellen, erlauben. In der Produktfotografie, und das ist das, was Sie vielleicht schon heute von eBay oder Amazon kennen, kann man diese Serien auch als einen kleinen Film darstellen oder hier in diesem Fall als GIF-Grafik, die also das Objekt dann in so einer Drehung vorführt und man den Eindruck gewinnt, dass man das Objekt tatsächlich vor sich hat. Ich habe das absichtsvoll so ein bisschen ruckelhaft gemacht, damit Sie sehen, dies ist eben nur eine Bilderserie. Das kann man natürlich auch ausrichten, sodass es nicht ruckelt. Nur hätten Sie dann den Unterschied zur 3D-Visualisierung nicht erkannt. Die funktioniert ganz ähnlich. Aus einer dichten Serie von Fotografien setzt man die überlappenden Bilder so zusammen, dass man ein 3D-Objekt erhält. Dieses Zusammensetzen ist gleichzeitig mit einer Berechnung des Kamerastandpunktes verbunden, denn wenn Sie mehrere Bilder von dem Objekt haben, können Sie immer errechnen, wo muss der Fokus gelegen haben, und damit können Sie den Abstand zum Objekt berechnen. Das ist also einfache Strahlensätze, die sich noch an den Mathematikunterricht der 6. Klasse erinnern können, und auf diese Weise bekommt man dann eine genaue Geometrie hin. Vergleicht man diese Verfahren, und ich habe jetzt noch, und ich sage das gleich genauer, ein drittes Aufnahmeverfahren, den Weißlichtscan oder Streifenprojektionsscanner hinzugewählt, von dem gleichen Gefäß, das wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, dann ist jetzt hier schwarz die Handzeichnung, und da sehen Sie gerade im Bereich des Henkels gibt es da gewisse Abweichungen, auch in der Dicke der Wandung und auch in der Form, die man üblicherweise durch Spiegelung erreicht, sieht man hier, an dort, wo der Henkel angesetzt war, ist natürlich die Lippe etwas weiter gedrückt worden. Hier kommen wir auch zu einem grundsätzlichen Unterschied der Handzeichnung zu der 3D-Aufnahme. Die Handzeichnung will nicht den Zustand dokumentieren, sondern will die Designidee des Töpfers dokumentieren. Und dazu reicht eine Profilzeichnung. In einer 3D-Aufnahme dokumentieren Sie das gesamte Gefäß mit den Blasen, die vielleicht der Ton geworfen hat, mit Einschlüssen und Ähnlichem. Und entsprechend sind die größten Abweichungen an Stellen wie diesen hier zu erkennen. Das zeige ich hier nochmal vergrößert. Die Handzeichnung hat hier etwas stärker angegeben, dass dort eine harte Kante ist, die der Töpfer mit einem womöglich metallischen Gegenstand angehalten hat. Hier übertreibt man etwas, um eben diesen genauen Produktionsvorgang zu visualisieren. Das lässt sich auch gar nicht genau messen, wenn Sie so ein Gefäß vor sich haben. Sowohl die fotogrammetrischen als auch der Weißlichtscan, diese Verfahren runden das stärker ab. Ein weiteres nützliches Verfahren ist das Reflectance Transformation Imaging. Auf diese Weise wird jetzt ein Objekt, in diesem Fall wäre die griechische Vase, von dem gleichen Stand, also von demselben Kamerastandpunkt mit immer wechselnder Beleuchtung aufgenommen. Sie erhalten also eine Serie von Aufnahmen mit verschiedenem Streiflicht, die Sie in einer Datei zusammenführen können und dann am Computer mit einem Regler sich anzeigen lassen können. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel ganz dünne Strichverläufe auf der Vase, die mit einem einfachen Foto gar nicht so sichtbar gemacht würden, erkennen. Das wäre eine Möglichkeit, auch Vorzeichnungen zu erblicken. Hier vielleicht wird es deutlich, oder eben auch genau zu sehen, wie da der Auftrag, die Pinselführung vonstatten gegangen ist. Es eignet sich aber besonders auch, um Papyri sichtbar zu machen. Dort nämlich, wo die Tinte gar nicht gut zu lesen ist, aber dann doch stärker reflektiert als der Papyrus und Sie mit so einem Streiflicht gut erkennen können. Dasselbe gilt für andere Inschriften, für Reliefs, wie meinetwegen meine Graffiti, die sich sehr dünn auf der Oberfläche nur abzeichnen, und ähnliche Verfahren. Sie können dann aus diesen Fotoserien auch wieder
Schnitte anlegen, sogenannte Rollouts, mit dem sie das Bild, das sich ja eigentlich auf einem runden Oberfläche, einer verformten Oberfläche befunden hat, wie ein zweidimensionales Bild abrollen können und damit mit einem Blick die gesamte Vase wahrnehmen, was eben bei dem Original schwer möglich ist. Das ist ein einfaches Ausschneiden der Textur. Bevor das Institut für Digital Humanities in Göttingen gegründet wurde im vergangenen Jahr, haben wir schon eine ganze Reihe anderer Initiativen gestartet. Also sowas passiert nicht aus dem Nichts. Ich erkläre jetzt nicht die Geschichte, die 10 Jahre gedauert hat, bis wir dieses Institut gegründet haben, sondern möchte nur auf einen Schritt hinweisen, nämlich das 3D-Lab im Rahmen des Campus Labs Digitization and Computational Analytics. Dort konnte eben dieser Weißlichtscanner angeschafft werden und ich konnte 2017 bereits beginnen, die Abgusssammlung des Archäologischen Instituts in diesen hochauflösenden 3D-Scans zu erfassen. Hier sehen Sie einen Mitarbeiter von mir beim Scannen des Agias, der in Delphi im Museum steht und von dem Sie hier eben einen Abguss sehen. Das Ganze ist in einem Viewer zugänglich. Wir haben bereits 200 Köpfe digitalisiert und es werden zunehmend mehr, die dann eben in Kürze auch nicht mehr passwortgeschützt, sondern für jeden zugänglich dort für Sie betrachtbar sind. Und ich stehe in Verhandlungen mit anderen archäologischen Instituten, das zu einer großen Plattform zusammenzuführen, dass man nicht immer gucken muss, in welches Institut hat eigentlich was eingescannt, sondern dass man die alle beisammen hat und dann vor allen Dingen in der Lehre, aber auch in der Forschung einsetzen kann. Ein anderes Projekt, das ich schon seit 2015 mit dem Kunsthistorischen Museum in Wien zusammen durchführe, ist die Publikation von bislang zum großen Teil unpublizierten Skulpturen aus der Sammlung Franz Ferdinand von Habsburgs. Der hatte das von den Herzögen von Este Modena geerbt und die wiederum von Tommaso Obizzi, einem venezianischen Adeligen, der seinen Palast oberhalb von Padua in Cataio bei Battaglia Terme besaß. Es ist natürlich für einen klassischen Archäologen immer ein ganz besonderes Erlebnis, durch solche Magazine zu gehen. Das ist hier sozusagen ein Hochsicherheitstrakt in Himberg bei Wien. Und dort liegen die unter optimalen klimatischen Verhältnissen, aber natürlich in einer Form, wie sie für Sie niemals zugänglich sein wird. Mein Interesse war also daran, noch als ich in Köln war und das Forschungsarchiv für antike Plastik, das eben dann Cologne Digital Archaeology Laboratory umbenannt war, diese Skulpturen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da dachte ich, einfach ein Skulpturenkatalog, das gibt es schon, nur nicht von diesen Stücken, ist es doch eigentlich sinnvoll, die gleich als 3D-Scans zu publizieren. Das Ganze war mit größeren Schwierigkeiten verbunden, als Sie vielleicht zunächst meinen. Diese Dinge dürfen, weil sie sehr fragil sind, weil zum Teil die Ergänzungen nur mit einer Gipsmanschette, wie Sie hier sehen, vorgenommen wurden und sehr fragil sind, unter Aufsicht eines Restaurators aus dem Regal genommen werden, um dann hier auf einen Drehteller gestellt zu werden. Hier sehen Sie zwei meiner Mitarbeiter, zwei Studenten, die an dem Projekt beteiligt waren. Und jetzt war ich etwas schnell. Das ist also dieses Handling, muss mit entsprechenden Gabelstaplern sehr vorsichtig vonstatten gehen. Hier ist der Restaurator. Um dann von mehreren Kameras gleichzeitig auf so einem Drehteller erfasst zu werden. In der ersten Kampagne hatten wir noch so einen einfachen Drehteller. Die großen Büsten, diese hier wiegt über 300 Kilogramm, konnten natürlich nicht von so einem kleinen Drehteller getragen werden. Wir haben deshalb extra einen anfertigen lassen, der auf einer Europalette und damit sehr leicht auch transportabel um 360 Grad gedreht werden kann. Wir haben viel mit dem Licht herum experimentiert, um dann festzustellen, am besten geht es mit dem Kunstlicht im Museum, wenn wir Styroporplatten verwenden, die das Licht von unten nochmal reflektieren.
Denn anders als die klassische Skulpturenfotografie, die eben die dritte Dimension über Schatten herausarbeitet, müssen wir für eine 3D-fotogrammetrische Aufnahme möglichst keine Schatten auf dem Objekt haben, denn sonst haben Sie das ja in der Textur mit drin. Sie brauchen ein weiches, gleichmäßiges Licht, das möglichst die dritte Dimension ausschaltet, um sie dann tatsächlich zu modellieren. Aber das war nicht die einzige Möglichkeit. Wir haben auch mit einem Infrarotscanner, den man auf ein Handheld aufsetzen kann, wo man gleichzeitig die Kamera des Tablets verwendet. Und das eignet sich besonders gut für Objekte, die schwer erreichbar sind. Hier können Sie nicht erkennen, befindet sich ein großes Figuralkapitell, 1 Meter mal 1,50 Meter, auf 3 Europaletten, dazu brauchen Sie 3 Gabelstapler, die waren niemals in Himberg vorhanden, sodass ganz klar war, die werden wir auch nie bekommen. Jetzt war Herr Balthas, also der Mitarbeiter in dem Projekt, ein passionierter Kletterer und ist in das Regal geklettert. Das sieht so leicht aus, aber Sie sind hier über 2 Meter und der hat dann das Objekt mit diesem Structure Sensor direkt im Regal gescannt. Andere besaßen einen großen Aufwand, um überhaupt aufgenommen zu werden. Solche Grabsteine mussten sehr aufwendig erst einmal 90 Grad gedreht werden. Hier ist die Europalette, weil ich natürlich immer drunter gucken wollte. Und was war es? Es war eine Inschrift, eine moderne Inschrift Tommaso Obizis drauf, die sammlungsgeschichtlich sehr wichtig war. Das haben wir aber erst entdeckt, nachdem wir den Stein eben von der Europalette befreien konnten. Das ist ein halber Tag Arbeit, das zu machen. Also der Aufwand, das Handling ist eigentlich das Zeitaufwendige. Andere sind in solchen Kisten gelagert und können wegen des Gewichts auch gar nicht leicht entnommen werden. Zum Glück stand diese Büste an der Wand, sodass ich nachdem die Platten hier abgeschraubt waren, liegend in der Kiste aufgenommen habe. Etwa 40 Stücke dieser Sammlung befinden sich in der Dauerausstellung des Kunsthistorischen Museums. Und dort herrscht ein künstliches Licht, das mit Spots die Objekte ausleuchtet. Das ist für unser Verfahren das Allerschlechteste, sehr, sehr schattenreich. Das heißt, hier mussten wir mit 5 sehr starken Strahlern gegen diese Spots arbeiten und die wirklich komplett, soll ich sagen, mit Licht zuballern, ja, damit wir die aufnehmen konnten. Das ging deswegen nicht anders, weil im Kunsthistorischen Museum aus Sicherheitsgründen das Licht immer angeschaltet ist, wenn Personen sich im Museum aufhalten. Das heißt, sie konnten nicht einfach die Beleuchtung ausschalten. Wenn sie sie ausschalten, gab es keinen Strom mehr. Und dann hätten wir auch kein eigenes künstliches Licht nehmen können. Das war also, sind so Dinge, an die man nicht denkt, wenn man so ein Projekt anfängt, die man dann erst machen muss. Ein noch nicht wirklich gelöstes Problem ist die Massendigitalisierung von solchen Objekten. Fraunhofer hat diese Scanstraße entwickelt, wo eben auch fotogrammetrisch sich auf so einem Drehteller Objekte drehen und gleichzeitig von Scannern aufgenommen werden, die verschieden auch beleuchtet werden können. Die Ergebnisse sind gerade bei reflektierenden Bronzen nicht so gut, wie man sich das wünschen könnte. Und das größte Problem bleibt das Handling. Also selbst wenn Sie so eine Scanstraße haben, und in Wien hätte man mir verboten, keine manuellen Drehteller, sondern automatische Drehteller zu verwenden, weil eben immer jemand beim Objekt sein muss. Die Gefahr, die ich hier sehe und die viele Kustoden und Kuratoren sehen, ist das, was passieren könnte, nicht, mit dem Objekt im Drehen durch den durch diese Scanstraße, weshalb Fraunhofer jetzt so einen Scanarm entwickelt hat, damit man immer auch dabei stehen und im Zweifel, wenn was sich bewegt, sofort vor Ort sein kann. Mein großes Glück in dem Projekt war, dass Google kurz nach mir da war und die haben eben, wie so Informatiker sind, gar kein Verständnis für die Gefährdung dieser Objekte gehabt. Die haben sich nicht so benommen, wie das Restauratoren und Archäologen sich wünschen würden und
Entsprechend habe ich jetzt relativ freie Hand in Wien, weil ich halt eben als Wissenschaftler genau um die Schwierigkeiten weiß. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Restaurator, aber für Google hätte man nicht diese Bewegungen an den Objekten, wie das Aufrichten oder sowas durchgeführt, was halt eben in diesem Projekt bei mir möglich war. Warum machen wir das eigentlich? Welche Vorteile hat das 3D-Verfahren für die Skulpturenforschung? Zunächst sind solche Scans allgemein verfügbar. Sie können über das Internet, über Websites bereitgestellt werden und dann an allen Orten beforscht werden. Sie haben ein einfaches Handling, das berührungsfrei funktioniert. Sie können also die Objekte genau studieren, ohne überhaupt das Objekt nochmal aufsuchen zu müssen. Und diese Dateien sind beliebig reproduzierbar. Sie können auf allen Rechnern gespeichert werden. Das ist für die Lehre natürlich optimal. Jeder Student hat seine eigenen Modelle, an denen er arbeiten kann. Man kann auch den Betrachterstandpunkt verändern. Während wir bei der Orthofotografie unser Auge ja trainiert hatten auf diese strengen Profil- und Frontalansichten, kann man nun für seine Forschungsfrage den Betrachterwinkel genauso wählen, wie er passend ist. Wir können drehen, zoomen, wir können die Objekte nebeneinander stellen. Das heißt, wir haben jetzt eine richtige Interaktion mit den Objekten, was bei so 350 Kilo schweren Büsten auch im Handling natürlich sehr günstig ist. Selbst wenn ich als Archäologe das Original studiere, ist es nicht so leicht möglich. Auch kann ich am Modell Messungen durchführen, die ich am Objekt so gar nicht durchführen kann. Also die Stirn-Kinn-Linie zum Beispiel ist bei einer erhaltenen Nase immer sehr schwer zu messen, was am 3D-Modell aber dadurch, dass man durch die Nase durchgehen kann, sehr exakt möglich ist. Man kann historische Zustände wiederherstellen, indem man Ergänzungen abnimmt oder auch andere hinzufügt und auf diese Weise Dinge erreichen, die man mit den Originalen heute gar nicht mehr machen würde. Man kann aber auch mit diesen Scans verreisen, indem man nämlich, wie hier als Beispiel, eine Statue, die sich zur Hälfte in Antalya im Museum befindet, zur anderen Hälfte im Kunsthandel sich befand und dann in Boston erworben wurde, die kann man beide einscannen und dann als Scans aufeinandersetzen und schauen, handelt es sich wirklich Bruch an Bruch anpassende Stücke. Das war hier der Fall. Oder aber, um nochmal zwei Göttinger Beispiele zu wählen, mit dem Originalfragment zu reisen, erfordert große Sicherheitsmaßnahmen. Auch Versicherungen wollen da kontaktiert und eingeschaltet werden. Und bei der Bearbeitung der geometrischen Fragmente in Göttingen hatte Stefan Karl in Graz die Idee, dass ein Stück von uns in Göttingen anpassen könnte an ein anderes, das sich in Graz befindet. Das ist auch mit Grundlage des Fotos eben nicht möglich, wie Sie sehen, weil der Bruch nicht hinreichend auf dem Foto sichtbar ist. Also hat er das Grazer Stück eingescannt, einen Ausdruck mitgebracht nach Göttingen, konnte nun genau anpassen und überprüfen, dass diese beiden Stücke wirklich mal zu einem Gefäß gehört haben. Ähnliches habe ich gemacht, als im März diesen Jahres in Zürich eine große Exequias-Konferenz stattfand, anlässlich der Exequias-Ausstellung. Exequias ist einer der berühmtesten Vasenmaler des 6. Jahrhunderts vor Christus in der schwarzfigurigen Technik. Dort war eine Vase aus Philadelphia, also die sich heute in Philadelphia befindet, aus Orvieto, ausgestellt, und ein Henkel ist komplett modern restauriert. Und unter den Experten kam die Idee auf, ob nicht ein Henkel, der sich in Göttingen befindet und von dem Bearbeiter Norbert Eschbach, dem Mastos-Maler, zugewiesen wurde, zu diesem Gefäß gehören könnte. Also haben wir diesen Henkel in Göttingen eingescannt, der besonders an dieser Stelle noch Teile der Wandung enthält, um zu überprüfen, ob diese Partie genau dort reinpasst.
Die Kollegen in Philadelphia haben noch nicht geantwortet. Das Gefäß muss dafür ja auseinandergenommen werden. Das geht nicht so schnell. Aber sollte das der Fall sein, hat Göttingen jetzt auch einen echten Exekias. Damit sind wir eigentlich schon unvermittelt in den Bereich der Analyse eingestiegen. Denn dies sind ja bereits Rekonstruktionen von Sammlungs- und Ankaufsmechanismen. Hier möchte ich an einem Beispiel ganz kurz mein Credo benennen. Geisteswissenschaftliche Forschung im digitalen Rahmen ist nur sinnvoll, wenn sie mit Informatikern gemeinsam durchgeführt wird. Weder wollen wir die Datenbereitsteller für die Informatik sein, die dann die spannenden Fragen beantwortet, noch möchten die Informatiker zu einfachen Programmierern degradiert werden, die für uns Anwendungen programmieren. Um Ihnen das begreifbar zu machen, was ich meine, zeige ich Ihnen ein Beispiel, das 2013 japanische Kollegen durchgeführt haben. Das waren Informatiker, die in München in der Glyptothek und in der Abgusssammlung Augustus-Porträts eingescannt haben. Die klassischen Archäologen haben in den letzten 60 Jahren genau methodisch mit Verfahren etabliert, woran man Kaiser erkennen kann. Und zwar an der spezifischen Art, wie die Haare gestaltet sind. Wir haben deshalb auch den Spitznamen Lockenzähler bekommen. Das liegt daran, dass man die an sich recht unterschiedlichen Gesichter, hier zum Beispiel des ersten Kaisers Augustus, dass man die an diesem Motiv von Gabel und Zange, also Gabel heißen diese beiden Locken und Zange, diese Formation, bei auch immer wieder anderer Gestaltung erkennen kann. Das war der Stand der archäologischen Forschung 2013 und die Kollegen in der Informatik haben einfach nur mit ihren Verfahren bewiesen, was die Archäologen schon viele, viele Jahrzehnte erforscht hatten, nämlich dass man die Kaiser an solchen Lockenmotiven erkennen kann. Jetzt hatte ich ja auch diese ganzen Kaiser eingescannt in Göttingen und habe das mal, soll ich sagen, auch gemacht. Und hier ist jetzt der Unterschied, dass ich als klassischer Archäologe zusammen mit der Informatik arbeite. Also nicht die Informatik die Verfahren der klassischen Archäologie nachspielt, sondern mit einem neuen Blick selber drauf gucke. Und was sieht man? Zwei an sich unterschiedliche Köpfe des Augustus, die man aber ohne Frage anlocke, also an Gabel und Zange eindeutig identifizieren kann, ergeben, legt man diese beiden Scans ineinander und zeigt sich die Abweichungen dieser beiden Scans in so einer Falschfarbentabelle an. Hier ist die Skala, also hellgrün ist im Bereich zwischen 0 und 0,5 Millimetern, also sehr, sehr wenig. Dunkleres Grün ist dann bis zu 1 Millimeter und das, denke ich, kann im handwerklichen Prozess sehr leicht passieren, dass ein Handwerker mal so einen Millimeter Abweichung hat, dann sieht man, dass die Kaiser vor allen Dingen am Gesicht zu erkennen sind. Dass diese Porträts, obwohl sie auch für uns auf Fotos relativ unterschiedlich scheinen, in einem genauen Kopierverfahren hergestellt worden sind. Das hat mich jetzt genauer interessiert und kann es nicht ausführlich darlegen, aber wenn ich nun alle diese Falschfarbendarstellungen ineinander lege, dann sehe ich, die größten Abweichungen gibt es in den Augenpartien und in den Mundwinkeln. Und das führt uns zu der Überlegung, dass die sehr mechanisch im Kopierverfahren hergestellten Kaiserporträts von den Bildhauern mit einem Ausdruck, einem Gesichtsausdruck versehen worden sind. Und das Besondere, die Emotionen im Gesicht, sind vor allen Dingen in den Augen und in den Mundwinkeln sichtbar. Das heißt, die veränderlichen Merkmale wie die Haare, die waren nur an bestimmten Lockenmotiven zu erkennen. Aber das Gesicht wurde sehr exakt kopiert und der Bildhauer hat dann noch eine bestimmte bestimmten Ausdruck zusätzlich ins Gesicht gebracht. Solche Ergebnisse sind nur möglich, wenn man als klassischer Archäologe mit einem Informatiker zusammenarbeitet.
und beide sozusagen ihre Kenntnisse in ihrem Bereich zusammenbringen. Erst dann kann man eben auch neue Fragen stellen. Nochmal Exekias als Beispiel, wie wird so ein Maler überhaupt bestimmen? Das hat eine lange Tradition und wie wir Lockensammler sind, sind wir eben auch Faltenbestimmer. Und auch da haben die Nachbardisziplinen häufig die Nase gerümpft. Man macht dann hier eine Monographie zu dem Exekias, solche Serien von Köpfen, von Beinen, also männlichen Beinen und so weiter und so fort. Dieser Band hat an die 30 solcher Tafeln und kann dann ganz genau vergleichen, wie sind die Details gemacht. Also die Oberschenkel zum Beispiel mit so einer Gegenlinie regelmäßig oder die Art, wie die Ohren gezeichnet sind. Jeder Vasenmaler, wie überhaupt jeder Maler, hat eine eigene Handschrift. Und besonders an den Details, auf die er keinen Wert legt, die ihm sozusagen hineinfließen in die Gestaltung. Norbert Kunisch hat am Beispiel eines anderen Vasenmalers mal gezeigt, wie unterschiedlich solche Köpfe auf einer Schale aussehen können. Das ist alles eine Schale im Louvre, die aber auf der anderen Seite eine Vielzahl auch an Übereinstimmungen deutlich macht. Und hier setzt jetzt mein Projekt an, das ich zusammen mit dem Professor für Künstliche Intelligenz in Hildesheim, Lars Schmidt-Thieme, durchführe. Wir wollen erforschen, gibt es Möglichkeiten, diese Art der Malerzuweisung über Details dem Computer in neuronalen Netzen beizubringen und damit eine Messbarkeit der Ähnlichkeit zu erreichen. Denn dieser Bereich der Vasenforschung ist ein sehr kennerschaftlicher. Ich habe, als ich über meine Vasen arbeitete, gesagt, ich werde niemals Malerzuweisungen machen, weil mir das damals als völlig veraltete Forschung vorkam, als etwas, das ein Spiel ist, das man la peu la macht, das letztlich in einen Grad der nicht mehr verifizierbaren Wissenschaftlichkeit fällt, wo mir der Eindruck, das sieht für mich so aus, als sei das auch aus derselben Werkstatt basiert, wo auch historische Gegebenheiten über diese Art der Bestimmung nicht mehr fassbar sind. Also Werkstattzusammenhänge, Handelsprozesse können wir nicht mit solchen Vermutungen erforschen. Was mich also in diesem Projekt interessiert, ist, kann man die Exaktheit messen? Kann man feststellen, diese beiden Vasen sind in der Linienführung bestimmter Details zu 90%, zu 80% oder zu 65% gleich. Und das kann man auf einer großen Datenmenge von Vasen durchaus mit neuronalen Netzen erforschen. Mir schwebt also vor, dass wir, wenn wir Werkstattzusammengehörigkeit oder davon ausgehen, dann auch Handelsprozesse untersuchen, denn jeder Archäologe einen Grad angibt, bis zu welcher Übereinstimmung er das noch valide hält. Sagt, ich nehme nur die Vasen als aus einer Werkstatt gehörig an, die mindestens 90% Ähnlichkeit aufweisen, zum Beispiel. Das wäre unser Ansatz in diesem Projekt, was aber erst einmal erforscht werden muss. Wir haben am 1.12. diesen Jahres begonnen, also wir stehen wirklich erst am Anfang. Ich zeige Ihnen als Beispiel das Skizzenbuch John Davidson Beasleys, der große Vasenforscher, der diese Methode berühmt gemacht hat und er sein ganzes Leben dieser Methode gewidmet hat. Und in diesen Skizzenbüchern sieht man eben, was für ihn eigentlich relevant war, um einen Maler zu bestimmen. In diesem Fall ist es eine Vase in New York mit der Inventarnummer GR576 und dieser Maler, von dem wir den antiken Namen nicht wissen, hat Beasley dann auch den Maler von New York GR576 genannt. Wir annotieren also Bilder, sagen zunächst, dies ist ein Helm, dies ist ein Gesicht mit Bart und Auge und Nase, dies ist ein Mantel, dies ist ein Schild und so weiter, um dann innerhalb dieser Schilde, Mäntel, Beine die Binnenzeichnungen zu extrahieren. Und
dann muss man eine gewisse Zahl annotieren. Das heißt, man muss im Bild genau bestimmen, was das ist, um dann in einem neuronalen Netz trainieren zu können, dass auf anderen Vasen ebenfalls der Computer das sieht. Das ist am Anfang sehr fehlerbehaftet und je länger man das macht, desto besser wird es. So ein bisschen wie Kinder erziehen. Am Anfang weiß man noch gar nicht, was die eigentlich aufschnappen und nach einer Weile stellt man fest, die machen einem eh alles nach. Es gibt mehrere Verfahren, die immer deren Güte von der Materialgrundlage abhängt, die Bounding Boxes, also einfach so einen Kasten drum und man sagt, in diesem Kasten befindet sich ein Helm, wird standardmäßig zum Beispiel beim autonomen Fahren oder bei der Gesichtserkennung eingesetzt. Dort also, wo Sie sehr, sehr große Datenmengen zur Verfügung haben, kann das neuronale Netz auch auf Grundlage bloß eines Kastens die Dinge erkennen, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Beispiele kennt, die es miteinander vergleichen kann. Besser ist dieses Umfahren, weil damit der Bereich angegeben wird, in dem sich das Objekt befindet. Und die Full Segmentation, also dass wirklich ein ganzer, jedes Pixel genau bezeichnet wird als zu einem Bereich gehörig, ist wahrscheinlich für unsere Vasen das notwendige Verfahren, weil wir halt eben nicht Milliarden solcher Bilder haben, sondern mit immerhin 100.000 Vasen auch schon eine relativ gute Menge. Aber dies, wie gesagt, müssen wir erst noch erkennen. Wir nehmen zurzeit die Segmentierung der Bildelemente, die Klassifikation der Bildausschnitte, also dies ist Athena, dies sind die beiden brettspielenden Helden und eine allgemeine Szenenbeschreibung, was ist eigentlich insgesamt auf dem Bild dargestellt, auf und trainieren das neuronale Netz in diesen drei Bereichen. Ja, das habe ich schon gesagt. In einem Folgeprojekt, jetzt wo wir im Begriff sind, dieses große Korpus von Vasenbildern, das wir erstellen und auch annotieren, für weitere Fragen nutzbar zu machen, möchten wir untersuchen, wie ist eigentlich die verbale Beschreibung oder die textuelle Beschreibung dieser Bilder im Vergleich zu dem, was der Computer gelernt hat an Erkennungsmethoden. Und da eignet sich nun das Corpus Vasorum Antiquorum, ein seit 1923 existierendes Akademieprojekt vieler, vieler Länder, sehr gut. Denn wir haben verbale Beschreibungen, ausführliche Beschreibungen, die in einer bestimmten Anordnung in jedem Band gleich sind. Also erst wird die Form beschrieben, dann das Ornament, dann die zentrale Szene, dann die einzelnen Figuren, dann die Details dieser Elemente. Und das kann man natürlich genauso trainieren. Das heißt, wir versuchen in einer bimodalen Analyse Bilderkennung, Bildmustererkennung und Textmining-Methoden zum einen die Art, wie eigentlich Wissen in der klassischen Archäologie generiert wurde und auch heute noch generiert wird, wie stark dort auch individuelle oder nationale Eigenheiten zu beobachten sind, mit den Methoden der Narratologie, wo Datenbanken eben mit wissenschaftlichen Diskursen angereichert werden sollen, die man sonst in diesen CVA-Bänden findet. Also ein wissenschaftsgeschichtlicher Ansatz verbunden mit der Möglichkeit, in der inhaltlichen Erkennung und Erschließung von Vasenbildern weiterzukommen. Denn die Beschreibung der Vasenmaler war ein rein formaler Prozess und lief über auf der Ebene der formalen Übereinstimmung. Das kann der Computer heute sehr gut. Was uns nun interessiert, ist die semantische Bestimmung. Und das kann der Computer noch gar nicht, weil nämlich Ähnlichkeit was ganz anderes ist als Gleichheit. Für uns, die wir das 20 Jahre als Kinder und Jugendliche trainiert haben und dann wissenschaftlich noch perfektioniert haben, gerade wir Deutschen, die wir diese lange Korpustradition haben in der Kategorisierung von Bild und Objekten, wir haben einen Vorsprung gegenüber der Informatik, weil wir sagen können, welche Kategorien sind eigentlich maßgeblich, um Ähnlichkeit zu bestimmen. Und das macht uns zu interessanten Gesprächspartnern für die
künstliche Intelligenz, zumindest für die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, weil sie nämlich sagen, autonomes Fahren und Gesichtserkennung, das finde ich langweilig. Ihr habt die spannenden Fragen. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Und das ist die Schnittmenge, also eben diese Fragen von Ähnlichkeit, in denen ich im Moment gerade forsche. Was mich aber natürlich sehr interessiert, aus meinem klassisch-archäologischen Blickwinkel, ist die Art, wie die Bilder erzählen. Zum Beispiel kann man bei den Vasen des 6. Jahrhunderts vor Christus erkennen, dass es lange Zeit keine Gesten gibt, nur Gestikulationen. Dass also, wenn Herakles mit dem Löwen kämpft, sein Gefährte Iolaos den Arm mal nach unten, mal nach oben, mal erhoben hält und damit nicht eine bestimmte Geste macht, sondern einfach nur eine Anteilnahme durch Armbewegung signalisiert. Das würde ich Gestikulation nennen. Und erst am Ende des 6. Jahrhunderts verwenden die Vasenmaler richtige lexikalische oder deiktische Gesten, wie zum Beispiel auf dieser Vase, wenn mit dem Finger auf eine Schwalbe gezeigt wird. Das sind Dinge, die kleine Kinder gleich am Anfang kennenlernen und sofort beherrschen. Das ist also nichts, was die Griechen erst am Ende des 6. Jahrhunderts entdeckt haben, sondern es ist etwas, was man bildsprachlich erst am Ende des 6. Jahrhunderts umsetzt. Bis dahin reichte es, eine Szene, wie meinetwegen Herakles im Löwenkampf zu zeigen, und eine emotionale Beteiligung der Betrachterfiguren. Jetzt möchte ich diese Gesten genauer untersuchen und kann jetzt nicht alle 100.000 Vasenbilder daraufhin durchgucken, mit denen, ich habe gar nicht geschätzt, wie vielen Figuren darauf, wie die einzelnen Handhaltungen zu verstehen sind. Deshalb brauche ich eine Mustererkennung, die mir auf dem Korpus unserer Vasenbilder am besten noch mit der Möglichkeit, das zeige ich gleich, dass ich einfach das bloß kurz skizzieren kann, diese ganzen Figuren raussucht, die etwa so ähnlich aussehen, um dann im Bildkontext zu untersuchen, was ist das eigentlich für eine Geste, wie muss man die verstehen. Oder um es informatisch auszudrücken, auf der Grundgesamtheit der Zuschauerfiguren hocharchaischer Zeit untersuche ich den Merkmalsträger Körperbewegung mit dem Merkmal Armhaltung und der Merkmalsausprägung rechtwinklig erhoben und korreliere das statistisch mit dem Motiv, dem Mythos und dem genauen Szene. Das ist also eigentlich ein ganz einfaches statistisches Verfahren, das mir sagen kann, gibt es eine große Varianz in der Geste, die in Löwenkampfbildern vorkommt? Ist es Gestikulation? Ist es immer dieselbe? Ist es eine Geste? Und das kann mir der Computer berechnen. Entsprechend interessiert mich eigentlich das Distant Viewing. Das ist ein künstlicher Begriff, der von dem Distant Reading von Moretti entlehnt ist. Der hatte mit den Methoden des Textminings gezeigt, dass man die ganzen Romane des 19. Jahrhunderts, das sind an die 3000 und die kann kein Mensch alle durchlesen, auf bestimmte Kompositionsprinzipien computergestützt analysieren kann, ohne dass man sie wirklich lesen muss. Man muss nur die Texte digitalisieren. Und dieses Distant Reading kann man eben auch auf Bilder umsetzen und damit ein Distant Viewing machen. Mich interessiert zum Beispiel, wie hängen die Bildmotive voneinander ab? Die Ihnen vielleicht aus dem Lateinbuch bekannte Brettspielerszene des Exekias ist mehr als 300 Mal von anderen Vasenmalern nachgemalt worden. Hier ist also ein Bild entstanden, dass man, nachdem es auf der Welt war, offenbar nicht mehr anders denken konnte als in dieser Konstellation. Das ist ein bisschen wie Da Vincis Abendmahl. Sie denken das letzte Abendmahl immer in dieser Komposition. Daneben gibt es aber Bilder wie Herakles im Löwenkampf, die nicht auf ein Vorbild zurückgehen, sondern die einfach in leichten Variationen immer wieder vorkommen. Mich interessiert, kann man diese starken Bilder, diese für die nächsten Generationen prägenden Bilder, kann man die automatisch erkennen und vielleicht sogar Muster erkennen, was die zu diesen starken Bildern gemacht hat. Also, mich interessiert die Geschichte der Bildproduktion, die ich in Abhängigkeit von der Rezeption der Bilder untersuchen möchte.
um Ihnen grob zu zeigen, was ich meine, ich habe drei Beispiele jetzt des Exekias ausgewählt, die Brettspieler, von denen es eben eine Vielzahl von Wiederholungen gibt, die Bergung eines Gefallenen, in diesem Fall der Ajas, der den toten Achill aus der Schlacht trägt, was dann eben auch in mehr, also mal im Zentrum des Bildes, mal auch nur am Rand verwendet wird und eben solche Löwenkampfbilder, die immer wieder unterschiedlich sind. Dabei ist auffällig, wenn wir uns jetzt die brettspielenden Helden ansehen, dass das gar nicht so geprägt ist, wie wir auf den ersten Blick gedacht hätten. Von den etwa 150, die ich ausgewertet habe, haben 48 hockende Helden mit Athena dabei, was beim Exekias-Bild nicht vorkam. 37 Helden sitzen auf Blöcken und so weiter und so fort. Das heißt, man kann jetzt einfach durchzählen, dafür braucht man auch keinen Computer, um zu sagen, welche Motive wie häufig vorkommen, welche Motive also zu dem Standardbild gehören und wo die Abweichungen sind. Ich hatte gedacht, dass ich auf diese Weise vielleicht zwei Vorbilder herausbekomme, was der Stand der Forschung auch ist. Ein Bild, das eben diese hockenden Helden über den Block gestützt zeigt und eines, das die Helden in so einer freieren Haltung mit Athena zeigt. Und wenn Sie dann die Details durchvergleichen, dann sind die alle anders bei diesen beiden Bildern. Ich hatte also gehofft, man könnte auf statistischem Wege hier zwei Vorbilder finden, welcher Art die dann auch immer sein mögen. Also wir wissen nicht, ob das Bild, das uns von Exekias aus einem Grab in Vulci heute im Vatikan erhalten ist, das erste war. Es kann durchaus sein, dass es noch andere gab. Aber in diesen Werkstätten wurden die Bilder auch immer häufiger, immer mehr produziert, sodass auch eben da klar ist, dass die Bilderfindung in dieser Werkstatt wohl sein muss. Man kann nun diese ganzen 150 Vasen statistisch auswerten. Ich erspare Ihnen zu erklären, wie die Hauptkomponentenanalyse funktioniert. Das ist ein statistisches Verfahren, wo Ähnlichkeiten im multidimensionalen Raum angeordnet werden und dann vereinfacht auf einem Koordinatensystem nach zwei statistischen Komponenten, die besonders signifikant sind, angeordnet wird. Dabei gilt, dass Vasen, die weit voneinander entfernt sind, besonders unähnlich sind. Und es gilt besonders in Anordnung dieser Achse, also diese unterscheiden sich von denen in irgendeiner Weise, diese von denen und je weiter weg, desto größer die Abweichung. Schauen wir uns die Ausreißer an, dann sehen wir, das sind gar keine brettspielenden Helden. Die sehen nur kompositionell so ähnlich aus. In dem Fall geht es einmal um Olivenernte, wo die Oliven aussortiert werden. Einmal haben wir so einen alten Greis und einen jüngeren, die irgendwie beim Spielen sind. Und einmal haben wir eine Handelsszene, offenbar auch mit Öl, aber in einem Innenraum, wo offenbar um den Inhalt dieses Bottichs hier diskutiert wird. Die sind also kompositorisch so verschieden, dass sie sich statistisch auch leicht davon abweichend finden. Auch wenn die Brettspieler Herolde sind, geflügelte Herolde, wie auf dieser Schar des Amasis-Malers, sind die Unterschiede so groß, dass sie eben abgeschlagen da sind. Oder hier Fälle, in denen offenbar die Gesamtsystematik deutlicher abweicht, weil sich Athena hier einem Helden zuwendet, weil die Sitzhaltung eine andere ist und so weiter. An den Rändern befinden sich spätschwarzfigurige Vasen auf dieser Ebene, wo also eigentlich bloß noch das Bild zitiert wird, aber kaum noch erkennbar wiedergegeben wird. Und ganz an diesem Rand ist dann auch noch Hermes dabei, also eine weitere Figur angereichert. Es schließen sich auf diese Weise Gruppen zusammen, die untereinander sehr ähnlich sind. Das ist zum Beispiel hier dieses spätschwarzfigurige, hier die Gruppe der Bilder, die dem Exekias-Bild sehr nahe sind. Das ist jetzt der Versuch einer Visualisierung, wie diese visuellen Netzwerke, die wir zur Grundlage nehmen, funktionieren. Ich versuche Ihnen damit deutlich zu machen, was Mustererkennung jetzt schon leisten kann. Dadurch, dass ich mich auf ein Motiv konzentriere, können Sie das gut nachvollziehen. Das hätte ich mit den 300 Vasen aber auch noch händisch hinbekommen, zur Not. Aber bei 100.000 Vasen und
den verschiedenen Graden von Übereinstimmungen ist es ein multidimensionaler Raum, den wir gar nicht denken können. Wir werden also immer wieder nachprüfen müssen, was ist da eigentlich passiert. Und das ist auch das Interessante letztlich an dem Verfahren, dass es so explorativ ist, dass wir immer wieder schauen, was ist da eigentlich vorgegangen. Ja, ich zeige dir aber noch mehr aus dieser Gruppe. Was wir auch dann zukünftig mal machen wollen, ist Fragmente zuzuordnen. Also mit dem gleichen Verfahren zu sagen, jetzt haben wir all diese Bilder vom Computer analysieren lassen, dann kann der mit solchen Details auch uns Vasenbilder anzeigen, in denen das vorkommt. Und das wäre meine Idee, dass wir Fragmente nicht eindeutig einer Szene, aber eindeutig einer Gruppe von Szenen zuweisen können. Damit haben wir einen Zugriff auf eine ungleich größere Zahl von Vasen, die sich wieder statistisch auswerten lässt. Denn häufig sind natürlich in Siedlungen, in Heiligtümern diese Vasen alle nur zerschärbt vorhanden. Wir können also im Moment kaum statistische Auswertungen über Bildmotive machen. Wenn wir aber eine Möglichkeit gewinnen, diese Bilder statistisch auswertbar zu machen, im Hinblick auf das, was dargestellt war, dann kommen wir unendlich viel weiter in der Frage, was ist eigentlich der Bildkonsum in solchen Heiligtümern, in bestimmten Nekropolen, an bestimmten Wohnplätzen und Siedlungsplätzen gewesen. Was ich also haben möchte am Ende unserer vielen Projekte, ist eine Evaluation statistischer Verfahren für die Analyse von visuellen Netzwerken, die sich dann auf andere visuelle Gruppen genauso übertragen lässt. Wir verfolgen einen explorativen Ansatz, auch durch die Entwicklung von Tools, die dem visuellen und funktionalen Charakter der Vasen gerecht werden. Und wir untersuchen ganz grundsätzlich das Verhältnis von archäologischer Hermeneutik, intuitiver Kennerschaft und datengestützter Objektivierung von Erkenntnis. Es kann durchaus sein, dass wir scheitern mit diesem Versuch, weil wir feststellen, diese drei Bereiche sind so getrennt, dass sie sich eben nicht zusammenbringen lassen. Und die Kennerschaft, etwas, was ich, nachdem ich 9 Jahre mit diesen Vasen gearbeitet habe und irgendwann auch die Maler gesehen habe, ohne sie jemals trainiert zu haben, konnte und mich fasziniert, wie ich das lernen konnte, ohne dass ich es wollte. Ja? Es ist wie mit einer Sprache lernen. Man hat die meiste Zeit das Gefühl, man kann es noch nicht und irgendwann macht es Klick und man kann es plötzlich. Und wie das funktioniert und ob wir das in eine Form übersetzen können, die wissenschaftlich nachprüfbar ist, das interessiert mich eben in diesen Verfahren der Mustererkennung. Am Ende hätte ich, was habe ich jetzt hier noch einen wichtigen Satz? Genau, der wichtige Satz ist, dass mich nicht die Ähnlichkeitsnetzwerke per se interessieren, das ist ein informatisches Interesse, sondern ob ich sie historisch auswerten kann, ob ich auf diese Weise Bezüge, die wir bisher konstruiert haben, überprüfbar machen kann und damit diese Form von Ähnlichkeit gewichten. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Bilddatenbank, also die werden wir sicher erstellen, aber ich würde mir wünschen, dass die auch so benutzbar ist, wie es schon in Princeton für Möbel erforscht ist, dass sie einfach entweder solche Skizzen machen können, das wäre sagen Aufriss und Bild von oben und dann kriegen sie solche runden Tische oder sie malen ein Sofa und dann kriegen sie alle Sofas der Datenbank, aber eben auch die Bananen, wenn die noch ähnlich aussehen, dass wir so etwas einführen können, um Bildinhalte durchsuchbar zu machen. Das würde mich als klassischen Archäologen, der über Vasen forscht, glücklich machen. Es gibt aber neben der sehr stark datenlastigen, großen Big-Data-Anwendungen auch die Möglichkeit, mit Mustererkennung gezielte Fragen zu untersuchen. Dann reichen auch kleinere Datenmengen, wie zum Beispiel diese 1000 Mumienporträts mit das Schönste, was uns aus der Antike erhalten ist. Hier ist die Frage, ob die Ähnlichkeit zwischen manchen dieser Mumienporträts auf Zeitstil basiert. Hier sieht man ja, die haben die gleiche Frisur, den ganz ähnlichen Schmuck an. Man hat sogar vermutet, es könnte dieselbe Frau sein, von zwei verschiedenen Künstlern gemalt. Das kann natürlich nicht sein, weil die Bestatteten immer nur einen dieser Tafeln hatten. Aber vielleicht ihre Schwester. Was man bei diesen beiden vermutet hat, ist, dass das Bruder und Schwester sind, weil sie sich so ähnlich aussehen.
Das halte ich auch für verwegen. Aber was ich eher denke, was man kann, ist wieder Werkstätten bestimmen. Weil nämlich bestimmte Formen, diese Figuren, also diese Gesichter zu malen, sich trainieren lassen und auf diese Weise zum Beispiel diese übergroßen Augen mit diesen Lichtpunkten Hinweise auf eine bestimmte Werkstatttradition geben können, die über viele Jahre, über mehrere Generationen in Ägypten tätig war. Und auf diese Weise wünschte ich mir, dass wir das Problem von Individuum und künstlerischer Gestaltung an dieser Gattung untersuchen können. Meine Professur heißt Digitale Bild- und Objektwissenschaft und wir arbeiten eben in der gleichen Weise auch im Bereich der Objekterkennung. Also einer meiner Mitarbeiter ist Informatiker und schreibt seine Dissertation über das Object Mining, also die automatisierte Erkennung von Objekten. Und das ist ein Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktprogramms das digitale Bild gefördert wird, wo ich eben mit dem Informatiker Ramin Jayapur zusammenarbeite. Alexander Zekai, der Informatiker, untersucht nun über Vergleichsalgorithmen eine Ähnlichkeit zu bestimmen, die Terrakotten deutlich sortieren kann. Denn meine Idee ist, wir müssen die Zeit, das zeitaufwendige Füllen von Datenbanken durch textuelle Eingabe müssen wir erleichtern, indem wir all das, was in dem Objekt schon enthalten ist, sprich die gesamte Morphologie, die Oberfläche, dass wir die automatisiert auslesen können. Also einfach das Objekt scannen und dann den Scan zur Auswertung in eine Pipeline geben. Ich überspringe jetzt die Details, möchte Sie nur darauf hinweisen, dass diese Form von Mustererkennung ebenfalls schon in der Archäologie entwickelt wurde. Das Korpus der antiken Terrakotten von Franz Winter arbeitete mit solchen Schemazeichnungen, die überhaupt nicht begründet wurden, sondern die waren abgebildet und dann kamen diese Listen, wo sich Figuren dieses Typus befinden. Man hatte sich damals ganz auf das erkennende Sehen als Methode verlassen und gesagt, jeder Archäologe, der sehen kann, weiß sofort, woran man den Typus erkennt. Und das ist eigentlich eine Form archäologischer Mustererkennung. Denn genau das Gleiche möchten wir vom Computer haben, dass er bei der Vielzahl von Veränderungen, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal diese Figur herausgegriffen, die unter der Nummer N dann sagt, dass es dort mal eine mit verhülltem Kopf, eine mit Kopftuch und Hut, dann eben einen, wo der Mantel kürzer ist und wo es begrenzt ist, also wo eine ganze Reihe Abweichungen vorkommen, die man trotzdem als Summe noch ähnlich benennt, vorkommen, sodass hier eben so eine Kategorisierung möglich war. Dieser choroplastische Typus wäre eben das, was man dem Computer beibringen muss. Dabei arbeiten wir so, dass wir zum einen 2D-Verfahren der Mustererkennung, die schon weiterentwickelt sind als 3D-Verfahren, benutzen, indem wir die unendlich viele Schnitte durch die Figur legen und die Silhouetten untersuchen. So sieht es dann aus, wenn der Computer diese Silhouetten erstellt. Das zweite ist ein Vorteil griechischer Skulptur. Die Griechen bauten visuell den Körper immer aus den Gelenken auf, aus den Scharnieren der Bewegung, sodass man selbst bei stark verhüllten Frauenfiguren immer noch den Ellbogen und das Knie erkennen kann, sodass man das Skelett sozusagen hinter der Figur erkennt. Und das kann man auch automatisiert durch sogenannte Voxelization oder durch Skelettisierung erreichen. Und das dritte Verfahren schneidet die Textur auf und kann auf dieser Weise mit 2D-Verfahren die Mantelfalten analysieren und kann auf diese Weise eben auch den Verlauf der Gewänder untersuchen. Das Problem, das sich stellt, lässt sich ganz schön an einem viel diskutierten Beispiel, das gerade durch die Presse ging, vorführen. Ein Künstler, Egor Kraft, hat mit dem Verfahren der Mustererkennung Fragmente automatisiert ergänzt. Er hat also ein kleines Korpus an römischen Porträts eingescannt und dann versucht, die fehlenden Teile den Computer ergänzen zu lassen.
Das Ergebnis kann überzeugen oder auch nicht. In dem rechten Originalstück handelt es sich um einen Teil des Porträts des römischen Kaisers Lucius Verus, der in der Seitenansicht hier eine Version im Louvre so aussieht und nicht, also wirklich völlig anders als das, was der Computer auf seiner schwachen Datengrundlage hergestellt hat. Wir brauchen also für Mustererkennungsverfahren entweder ein überwachtes Lernen, wo wir sagen, wir gucken genau darauf, dass auch nur die Kaiser dort enthalten sind und wir trainieren auf Kaiser, dass die richtig erkannt werden. Oder aber wir müssen unendlich viel mehr Köpfe haben, um auch wirklich die richtige Übereinstimmung zu finden. Besser funktioniert es, wenn wir das Ergebnis schon haben. Das wunderbare Beispiel der Duke University, der sogenannte Trajan's Puzzle, hat ein 3D-Modell des Trajans-Forums erstellt auf Grundlage der Bauglieder und kann jetzt die einzelnen Fragmente, die sich auf der Baustelle befinden und die nicht gut zuzuordnen sind, weil sie wirklich sehr fragmentarisch sind, mit Verfahren der Mustererkennung an den Gebäuden aufsuchen. Das ist etwas, was eben nur schwer geht, weil diese Trümmer so sehr schwer sind, aber mit 3D-Scans gut geht. Auch hier muss man aber wieder mit Archäologen zusammenarbeiten. Das kann das Projekt ArchAIDE vielleicht vorführen. Man hatte die Idee, dass man Scherben auf Grabung gleich einem bestimmten Keramiktypus zuordnen kann. Die Idee ist also, man findet ein Fragment, macht davon ein Foto, das wird als Muster erkannt und dann einem Gefäßtyp zugeordnet und in einem Katalog angezeigt. Dazu hat man, um eben diese Vielzahl von Gefäßen zum Vergleich zu haben, aus den Profilzeichnungen rotierend Körper gemacht, in diesem Fall so eine Amphore, und die künstlich zerschlagen. Auf diese Weise können sie Milliarden von Scherben erzeugen, die man mit Mustervergleich mit den gefundenen Scherben in Übereinstimmung bringen kann. Das mag für Sie sehr überzeugend klingen, wenn Sie sich aber erinnern, was ich vorhin erzählt habe, wozu Profilzeichnungen da sind, nämlich nicht das Gefäß zu dokumentieren, sondern die Idee des Töpfers zu dokumentieren, dann werden Sie sehen, dass überhaupt nie irgendeine Scherbe dieser exakten Zeichnung entspricht. Und das ist das Problem an dem Projekt gewesen. Man hatte zwar Milliarden von Scherben, aber es waren alles Scherben, die überhaupt nie existiert haben können, weil sie eben aus einer idealisierten Zeichnung gewonnen wurden und nicht aus realen Funden. Das war aber notwendig, um überhaupt in der Zeit ein Ergebnis hinzubekommen. Denn wenn wir jetzt alle Amphoren erstmal einscannen müssen, also meine Generation wird es nicht mehr erleben. Und insofern sehen Sie, dass solche Projekte, die wir jetzt gerade machen, können sehr stark mit Try and Error sinnvolle Ergebnisse oder eben leider auch Misserfolge bringen, weil man am Anfang sich noch nicht ganz klar gemacht hat, wozu die Sachen eigentlich wirklich taugen. Ein noch viel größeres Problem sehe ich in der Kritik an der Strukturforschung, die vor allen Dingen in Deutschland in den 1920er bis 1960er Jahren gewichtig war. Einer der Vertreter ist zum Beispiel Guido Kaschnitz von Weinberg. Er hat in seinen Handbüchern oder seinen Einführungsbüchern zur römischen Kunst sehr stark das Formale zum Indikator für ethnische oder lokale Identitäten verwendet. Das ist natürlich in den 30er und 40er Jahren gerade in Deutschland auch besonders negativ verwendet worden, indem man eben meinte, man könne einen Juden an der Morphologie des Gesichts erkennen, man könne eben bestimmte Formen einfach sicher bezeichnen. Dieser Strukturalismus, der dann nach dem Krieg auch in Frankreich eine bedeutende Rolle hatte, ist eigentlich obsolet. Genau genommen weiß man heute, dass es eine historische Bedingtheit gibt, dass es veränderte Seherfahrungen gibt, dass es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die sich in dieser monumentalen Überlieferung niederspiegeln. Dass eben verbale, bildliche und materielle Äußerungen die Realität nicht bloß abbilden, sondern sie auch konstruieren und damit Zeugnisse für die Zeit sind und nicht Zeugnisse für ein
übergeordneten, grundsätzlich anthropologischen Charakter. Soziokulturelle Gegebenheiten sind eben nicht notwendigerweise so, wie sie uns erscheinen, sondern nur eine Möglichkeit gesellschaftlicher Entwicklung. Die Sorge, die ich habe, ist, dass mit Projekten wie meinen, der Mustererkennung, wir durch die Hintertür die Strukturforschung wieder einführen, weil wir hinter die Ergebnisse, hinter den Ergebnissen zurückbleiben, die die Geisteswissenschaften geschaffen haben. Wir müssen uns also hüten davor, jetzt, weil die Methoden da sind, alles in einer Weise zu absolutieren oder sogar zu verallgemeinern, die eben den Bedingtheiten, den historischen Bedingtheiten nicht mehr gerecht werden. Und entsprechend arbeitet in dem Projekt Schemata die Archäologin Lucy Böttger an einer Terrakottenanalyse in den Gräbern, um zu zeigen, wo sind mehrere ähnliche Figuren vergesellschaftet, wie passt es in die Beigabensitte der Nekropole und wie muss ich diese Varianten verstehen. Ich habe länger geredet, als ich wollte und muss den Bereich der Präsentation Ihnen, ich würde sagen, jetzt nur noch als letzten Schmankerl hinten dranhängen. Aber das erfahren Sie ja auch noch zum Beispiel von Susanne Muth, wenn sie über das Forum Romanum redet. Das sind Bereiche, die bei uns vor allen Dingen im Studium eine große Rolle spielen. Das Projekt des Hippias-Bades zum Beispiel hat auf Grundlage einer nur literarisch erhaltenen Beschreibung das innerhalb einer Woche in einer Übung, die allerdings den ganzen Tag dauerte, so wunderbare Räume herstellen können. Oder wir machen E-Learning, indem wir Objekte ins Kreuzverhör nehmen. Wie in einem Gerichtsverfahren werden Objekte einer Forschungsthese angeklagt und dann wird das für und wider diskutiert. Und das hat den Studierenden sehr viel Spaß gemacht, diese Einheiten herzustellen und auf diese Weise ihre Argumentationsstrukturen zu verbessern und gerade auf archäologische Fragen hin zu kontrastieren. Das Projekt mit dem Kunsthistorischen Museum, von dem ich Ihnen zeigte, wie wir die Dinge aufnehmen, hat zum Ziel, die alte Aufstellung im Palazzo Cataio wiederherzustellen. Der Palazzo Cataio hatte hier es besteht aus zwei Renaissance-Palazzi und hatte hier einen eigenen Flügel für dieses Museum, das, wie Sie hier an der Luftaufnahme von Google Earth sehen, völlig zerstört ist, wo sogar Bäume in dem Flügel wachsen. Also das Museum gibt es nicht mehr. Es enthielt aber so bedeutende Kunstwerke wie diese beiden Fragmente des Parthenon, eine Vielzahl etruskischer Aschenurnen, römische Sarkophage, attische Grabreliefs, Kaiserbüsten und so weiter. Wir kennen die Aufstellung nur aus einem einzigen Foto, aber wir haben mittlerweile 10 Inventarbücher und in diesen Inventarbüchern ist der Reihe nach beschrieben, was wo stand und wir können das zum Teil sehr genau nachlesen, zum Beispiel Statua sedente maggiore nel naturale, also eine übergroße Statue einer sitzenden, contritato un poco similiante di Sabina, einem Gesicht, das der Sabina ähnlich sieht. Und wir haben sogar Preise, die 80 Sekini wurde die wertgeschätzt. Wir haben außerdem eine gedruckte Fassung der wichtigsten Werke. Auch die geht der Reihe nach vor, sodass es mir möglich war, in so einer Schemazeichnung zunächst den gesamten Raum zu rekonstruieren und alle Objekte oder Vielzahl der Objekte zuzuordnen. Also Testa Muliebre kommt, glaube ich, 20 Mal vor und heißt weiblicher Kopf. Das konnte ich dann nicht sagen, welcher weibliche Kopf, der noch übrig war, passt. Ich überspringe jetzt hier auch die sammlungsgeschichtlichen Aspekte, obwohl die anekdotenhaft immer ganz schön sind, weil so ein Projekt auch zu realen Forschungen im Magazin führt. Wir entdecken plötzlich die alten Büsten wieder, die irgendwo in Kisten liegen. Wir entdecken, dass Statuen auch noch ihre Basis in einem anderen Regal besitzen. Wir entdecken, dass das Museum einen Eingang hatte, von dem in den Beschreibungen nichts steht. Und das ich dann tatsächlich auch im Magazin wiederfand mit diesen hochgestapelten Sockeln. Die habe ich vermessen und habe dann tatsächlich so ein Doppelportal rekonstruieren können. Wir forschen im Bereich der Visualisierung solcher Dinge, dass sie nicht wie Computerspiele aussehen. Das liegt vor allen Dingen am Licht. Diese sterilen, glatten Oberflächen, die meist keinen weichen Schatten werfen,
sind typische Lichtverhältnisse in virtuellen Museen, die meist mit Game Engines hergestellt wurden. Unser Umgebungslicht, wie Sie alle wissen, hat 3 Phasen und wir mussten deshalb jedes Licht, jeden Lichtpunkt mit 3 kurz hintereinander geschalteten Lichtpunkten setzen, also solche Lighting Sets machen, um ein weiches Umgebungslicht hinzubekommen. Das ist der Zustand 2015 und die Ästhetik solcher Museen ist eben auch schrecklich zeitbedingt. Also wenn ich jetzt drauf gucke, muss ich sagen, das ist so 2015 und gerade sind wir im Begriff, die ganzen Scans neu zu rechnen aus den alten Modellen, weil sich die Technik in diesen 6 Jahren erheblich verbessert hat und ich werde Ihnen dann im nächsten Jahr ein Modell zeigen, das eine Ästhetik der heutigen Zeit besitzt, indem Sie dann vielleicht auch die Objekte aus dem Regal nehmen können mit einem Datenhandschuh und wo Sie ein sensitives Buch in die Hand bekommen, ein sogenanntes Tangible, wo Sie es aufgeschlagen, den Katalogtext zu den Sammlungen finden. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, wo ich grundsätzlich die Aufgaben der digitalen Bild- und Objektwissenschaft im Bereich der klassischen Archäologie sehe. Wir müssen solide Verfahren des Object Minings im Hinblick auf Bild- und Objektevidenz herstellen. Wir müssen die Kombination von Distant Viewing und Closed Viewing stark machen und genau die Bereiche benennen, in denen das eine dem anderen überlegen ist. Wir müssen die Mustererkennung weiterentwickeln, vor allem in der historischen Dimension. Wir müssen einen kritischen, reflektierten Umgang mit Simulationsergebnissen, wie zum Beispiel unserem virtuellen Museum, erzeugen. Wir müssen die Variabilität und Vielfalt kultureller Ausdrücke und Prozesse stark machen, statt uns auf das Typische und Populärste zu konzentrieren, müssen gerade die Heterogenität, die Unschärfe in unseren Daten zum Thema machen. Und wir müssen die Auswirkungen auf die archäologische Formanalyse und auf die Kategorienbildung in den Objektwissenschaften neu überdenken, wie ich das vielleicht mit dem Augustus-Porträt habe kurz zeigen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für dafür, dass Sie noch nicht erschöpft scheinen von mir aus, hier aus meinem Blickwinkel, und freue mich, wenn Sie noch eine oder andere Frage haben.